Herzlich willkommen, Andreas Lumpi Lamberts. Hallo, herzlich willkommen im aktuellen Sportstudio. Andreas Lumpi Lamberts. Es ist sein erster Besuch hier bei uns. Und da gibt es natürlich viele, viele Fragen, die sich aufdrängen. Aber die allererste lautet, warum Lumpi? Wo kommt das Lumpi her? Ja, ich wurde in der A-Jugend noch Lampe genannt, abgeleitet von Lamberts natürlich. Und kam dann hoch als Jungspund und dann hatten wir den Spieler Michael Rösele, der daraus lustigerweise Lumpi gemacht hat. Irgendwann konnte ich mich nicht mehr dagegen wehren und dann war das Thema durch und bis heute hat es gehalten. Aber die Mannschaft ist nach wie vor ungeschlagen, Andreas Lamberts. Jetzt gab es ja vor diesem Spieltag die Menschen, die gesagt haben, ja, die können ja nichts und die stellen sich ja nur hinten rein. Ist ja kein Wunder, dass sie keine Treffer kassieren. Sind Sie jetzt erstmal froh, dass an der Front Ruhe ist? Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Also, wenn man sagt, dass wir defensiv spielen, ich meine, FC Chelsea ist so Champions-League-Sieger geworden, wenn man das Spiel gegen Barcelona gesehen hat. Die haben auch sehr tief gestanden und auf ihre Chance gelauert und wir sind so im Moment erfolgreich, also alles ist gut. War das ein gefühlter Sieg nach dem Spielverlauf gestern? Ja, natürlich. Also wir können natürlich im Endeffekt froh sein, dass wir 2-2 gespielt haben. Der Fabi Giefer hat uns ja auch noch mit seinen tollen Paraden im Spiel gehalten, wobei wir auch noch eine gute Chance zum 3-2 hatten nach dem Ausgleich. Aber wir wollen die Kirche im Dorf lassen und sind natürlich mit dem Punkt zufrieden. Sagen Sie mal was zur Stimmung im Stadion gestern. Das war ja das erste Mal die Hütte voll, sage ich mal. Und selbst beim 2-0 für Schalke war da ein. Erzählen Sie mal. Ja, genau. Das ist mir auch im Spiel aufgefallen. Selbst als es 2-0 stand und es ja wirklich nicht gut aussah, hat man gemerkt, dass in diesem Stadion eine richtig geile Stimmung herrscht. Die Fans haben uns trotz dieses Rückstands irgendwie versucht, irgendwie noch zu unterstützen und haben Stimmung gemacht. Das war einfach ein wunderbares Gefühl. Und ja, dann kam die Halbzeitpause und dann haben wir uns ja gesagt, wenn wir hier noch mal rankommen oder den Anschlusstreffer machen, dass hier noch was drin ist und sowas ja dann auch. Sie sind die Identifikationsfigur für Ihren Verein. Und Ihr Trainer hat das ja gerade eben schon angedeutet. Jedes Mal, wenn der Verein aufgestiegen ist, gab es die Zweifler. Na, ob er das wohl packt, diesen Schritt eine Liga höher, diesen Sprung rein sportlich natürlich. Sie haben das Gegenteil bewiesen. Wächst man mit seinen Aufgaben? Ich denke, genau so ist es gekommen. Ich glaube, als ich aus der A-Jugend nach oben kam und man hätte mich in ein Zweitliga-Team gesteckt, hätte ich es wahrscheinlich auch nicht gepackt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Und ich denke, so mit den Jahren habe ich mich immer halt mit dem Verein mitentwickelt. Der letzte Schritt in die erste Liga, wir haben gerade eben Campino gesehen und die Toten Hosen hatten einen nicht ganz unmaßgeblichen Anteil an dem Aufstieg. Es gab wohl kurz vor dem entscheidenden Relegationsspiel noch ein Treffen. Erzählen Sie mal. Ja, das war dann an dem Abend vor dem entscheidenden Spiel zu Hause gegen Berlin und die Toten Hosen hatten uns dann im Hotel besucht und haben uns dann ein kleines Ständchen gesungen und natürlich dieses Lied an Tagen wie diesen und es hat natürlich wie die Faust aufs Auge gepasst und natürlich wunderbar, dass das dann auch so gekommen ist. Also das sind Ihre absoluten Fans, Campino und die Toten Hosen. Jetzt sind Sie in Liga 1 und die Mannschaft ist verändert, klar, es sind viele neu gekommen, 16 Neuzugänge, wir haben es gerade eben im Beitrag schon gesehen, aber wir können noch mal drauf schauen. Wir sehen hier nur 15, weil da fehlt noch André Voronin. Sehen wir die? Hier sind sie alle. Haben Sie sich zwischendurch mal wie in einem neuen Verein gefühlt? Nee, das nicht. Ich habe es ja so die Jahre über mitbekommen, dass ständig die Spieler wechseln. Das ist ja. Aber 16 auf einmal? Ja gut, aber man muss ja sehen, dass man nicht alle Spieler halten konnte und andere dann sich auch andere Vereine gesucht haben. Und dann muss man natürlich gucken, dass man sich wieder gezielt verstärkt und natürlich auch irgendwie ein bisschen in der Breite verbessert. Und das, denke ich, ist bisher ganz gut gelungen. Dieser lang ersehnte Aufstieg in die erste Liga, der musste ja noch durch juristische Instanzen. Das entscheidende Spiel, das war am 15. Mai gegen Berlin und Ende Juni war die Sache erst durch. Wenn Sie so an diese Zeit denken, fühlen Sie sich im Nachhinein so ein bisschen betrogen von irgendjemandem, wer auch immer das sein mag, um das Aufstiegserlebnis, nenne ich es jetzt einfach mal, erste Fußball-Bundesliga mit allem drum und dran? Also betrogen will ich jetzt nicht sagen. Natürlich
war es schade, dass es, oder für uns schade, dass es dann alles so gekommen ist, weil im Prinzip haben wir als Mannschaft ja das erreicht, was wir uns alle erhofft hatten. Wir haben es geschafft, Hertha BSC in den zwei Spielen zu besiegen. Und danach sind halt die Emotionen natürlich alle ein bisschen abhanden gekommen. Aber gut, im Endeffekt freuen wir uns natürlich, dass wir jetzt in der ersten Liga sind. Und für den Rest konnten wir nichts mehr führen. Diese klassische Aufstiegsfeier gab es nicht. Sie mussten so lange warten, bis sie wussten, ob es tatsächlich so ist. Ja, natürlich. Ja. Das war extrem schade. Und da muss ich sagen, waren die anderen Aufstiege natürlich wesentlich emotionaler. Aber wir konnten es in dem Moment nicht mehr ändern. Wir haben unsere Aufgabe in der Hinsicht erfüllt und so war es dann nochmal. Für Sie gab es ja auch noch ein Nachspiel. Wir haben das Foto gerade eben schon gesehen mit dem bengalischen Feuer. Mhm. Der Deutsche Fußballbund, der hat ein Verfahren eingeleitet, Sie dann für zwei Spiele gesperrt wegen unsportlichem Verhalten. Es gibt die unterschiedlichsten Geschichten über diese Fackel, die Sie an der Hand halten. Wie war es denn wirklich damals? Ja gut, in dem Moment waren wir aufgestiegen, wir haben uns gefreut, haben sich gebildet, ja, und dann war halt diese Situation, dass, ich weiß auch nicht, wer es war, ist auch im Prinzip völlig egal, aber dieses Bengalo angezündet wurde, mir in die Hand gedrückt wurde und natürlich, ich habe mich gefreut, es war im Endeffekt ein Fehler, klar, aber ich habe es auch schon oft genug gesagt, man hätte mir in dem Moment alles in die Hand drücken können und ich hätte mich darüber gefreut. Also es war einfach keine böse Absicht und das hoffe ich, wird mir auch geglaubt. Ja, ich meine, Pyrotechnik ist ja generell ein heiß diskutiertes Thema. Wie stehen Sie denn persönlich dazu? Jetzt mal auf der einen Seite als Fan natürlich, aber dann auch als Vater von zwei kleinen Kindern. Ja, natürlich. Deswegen weiß ich ja auch, dass es ein Fehler war und deswegen haben wir auch keinerlei Einsprüche oder so eingelegt, weil ich ja auch genau weiß, dass es in dem Moment falsch war und deswegen haben wir das auch alles direkt so akzeptiert und hingenommen. Ihr Trainer Norbert Meyer hat vor Saisonbeginn gesagt, man könne nicht mehr erwarten, als dass man gegen den Abstieg spiele. Würden Sie das nach den ersten sechs Spielen der Saison noch so unterschreiben? Ja, natürlich. All die Punkte, die wir bisher gesammelt haben, sind ganz klar gegen den Abstieg. Niemand hatte uns bisher so auf der Rechnung und so wie wir bisher aufgetreten sind, da bin ich schon sehr stolz drauf, dass wir schon so die Punkte eingefahren haben, wie es bisher gelaufen ist. Dann darf ich Ihnen auf jeden Fall mal sagen, dass noch nie eine Mannschaft abgestiegen ist, die nach sechs Tagen ungeschlagen war. So viel zum Thema Statistik, die wir gerne glauben wollen. Wir haben, Andreas, wir werden natürlich auch viel erreicht über Twitter und wir haben eine schöne Frage für Sie bekommen. Strigler möchte gerne von Ihnen wissen, Andreas. Geht Lumpi, ich will ein Kind von dir, noch als Frage durch? Ich habe ja bereits zwei Kinder und unsere Planung ist abgeschlossen. Deswegen glaube ich nicht, dass da noch was möglich ist. Das geht nicht mehr, nein. Ich habe in diesem Stile noch ein paar Halbsätze für Sie, die Sie bitte ganz spontan ergänzen. Ja. Meine Lieblingssportsendung im Fernsehen heißt? Das aktuelle Sportstudio. Sehr schön. Nach sechs Spieltagen in der Bundesliga finde ich klasse, dass wir so toll in die Bundesliga gestartet sind. Nach sechs Spieltagen in der Bundesliga nervt mich total wie? Mich nervt gar nichts. Als kleiner Junge habe ich davon geträumt, dass ich Fußballprofi werde. Ich hätte nie gedacht, dass ich dann den Weg in die Bundesliga so erreiche. In meiner Freizeit unternehme ich sehr, sehr gerne was mit meiner Familie, mit meinen Kindern, aber auch meine Freunde sind mir sehr wichtig, die ich auch irgendwie noch versuche unter einen Hut zu kriegen. Und in 10 Jahren? Hoffe ich, dass ich vielleicht noch Fußball spiele. Bei Fortuna Düsseldorf? Sehr gerne. Ja? Ja. Der Verein hat aber auch wirklich insofern viel zu bieten, als dass sie, wir haben das schon ein paar Mal angesprochen, sehr viele prominente Fans haben. Campino haben wir gesehen, wir haben Wolfgang Niersbach, den DFB-Präsidenten, der gehört auch dazu. Und ein bekannter Kabarettist ist auch dabei. Schauen Sie mal. Hallo, ich bin's nur. Ja, und gestern Abend bin ich ja wieder abgebrochen. Ich hab's mir noch im Hotelzimmer reingezogen. Es war ja unglaublich. Leider schaffe ich es ja oft nicht, selber da zu sein. Ich bin ja auf Tournee, aber es ist unglaublich, was ihr in den letzten Jahren, speziell du, Lumpi, was du da geleistet hast, aus der vierten Liga in die erste. Wahnsinn, mich hat das religiös tief beeindruckt, weil ich seitdem an die Auferstehung glaube. Ne, gerade speziell auch in dem Fall, dass der vierte Liga, ich meine, das ist ja ein Begräbnis erster Güte gewesen. Und Jahre
nach dem Begräbnis noch eine Auferstehung möglich zu machen, das hat es, glaube ich, noch nie gegeben. Das würde dich auch, glaube ich, als Religionsgründer qualifizieren, aber wir brauchen dich ja noch im Mittelfeld. Ne? Für mich der einzige Wermutstropfen in dieser Saison bei Fortuna ist ein bisschen, dass es nicht gegen Köln geht. Ja? Aber da muss was schiefgelaufen sein. Aber da muss man auch den Kölnern mal zurufen, Kopf hoch, ne? Wir Düsseldorfer, wir müssen nach Fürth, wir müssen nach Hoffenheim. Ihr dürft immerhin nach Berlin, ne? Ist auch... schön, ne? Aber die erste Liga, wir Düsseldorfer, wir feiern das gerne auch mit Feuer. Und deswegen mein kleiner Tipp an dich, Lumpi. Lumpi klingt so ein bisschen nach Rauhardackel, finde ich. Oder aber du hast dich durchgebissen. Das feiern wir jetzt hier schön mit einem vom DFB genehmigten Kleinbengalo. Ne? Das ist eine gute Sache, das empfehle ich dir auch beim nächsten Mal. Dann darfst du auch am Anfang der Saison dabei sein. Dieter Nuhr. Ein großer Fan von Fortuna Düsseldorf. Sie haben leicht geschmunzelt, als die Sprache auf den auf Köln kam. Sind Sie jetzt eigentlich traurig, dass Sie sich nicht in einer Liga begegnen? Oder? Ja, muss ich schon sagen, weil ich finde diese Duelle, die haben immer eine gewisse Brisanz. Das ist einfach wunderbar, diese auch gegen Borussia Mönchengladbach. Das sind einfach Duelle, wovon man ja auch träumt. Das ist für die Fans schön, für die Spieler schön. Das ist einfach was Wunderbares. Haben Sie denn, wenn Sie heute durch die Stadt laufen, Sie sind natürlich bekannt wie ein bunter Hund, stellen Sie fest, dass sich von der vierten Liga zur ersten Liga in der Wahrnehmung Ihrer Person etwas grundlegend geändert hat? Ja, natürlich. Das merkt man selbst mittlerweile. Ich wohne ja nicht direkt in Düsseldorf. Ich wohne ja in Korschenbruch und da selbst da ist es so, dass man beim Einkaufen angesprochen wird und es ist natürlich eine schöne Art der Bestätigung und nehme ich auch gerne so wahr, aber ist es schon relativ viel geworden, ja. Alle immer nett? Ja, natürlich. Schön. Andreas Lumpi Lamberts von Fortuna Düsseldorf. Wir sehen uns dann natürlich gleich noch an der Torwand.